Milka Copaya, weiße Schokolade mit Kokosnuss und Mandel, ganz neu wieder in Frankreich im Regal. Dann zeigen wir zuerst mal die Zutaten und Nährwerte. Also hier sind 90 Gramm drin in der Tafel und 100 Gramm haben 546 Kalorien. Das ist eine weiße Schokolade mit Mandeln und Kokosnuss. Man soll sie gekühlt genießen, das haben wir auch schon gemacht. Und schon gekühlt. Haltbar ist sie ungefähr, ja, 8 Monate ab jetzt. Ist ganz frisch in französischen Supermärkten aufgetaucht. Hat auch die neue Milka Lasche. Es ist sehr erstaunlich, dass Milka jetzt sehr häufig auf 90 Gramm Tafeln bei den Special Editions geht. Und dann öffnen wir sie mal und schauen mal, wie die Tafel so im Kompletten aussieht. Also ich glaube, es wurde hauptsächlich an der Stärke gespart. Die 10 Gramm werden nicht in der Größe der Tafel, sondern in der Dicke der Tafel eingespart. Riecht schon relativ gut und Mandel kommt ganz gut durch. Ist auch durchsetzt mit allen Mandel- und Kokosstückchen, wie man hier relativ gut erkennen kann. Wird auch schnell schon wieder sehr weich. Wir haben sie vielleicht 2 Minuten aus dem Kühlschrank raus bei 14 Grad. Also sehr, sehr gut. Kann sie euch empfehlen, sie bei uns mal im Shop zu bestellen zum Probieren. Ist in Deutschland für dieses Jahr nicht angekündigt und sieht auch nicht so aus, als ob sie überhaupt nach Deutschland kommt.